Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Freunde. Und wir werden heute das neue Gönnergy von Montana Black testen. In letzter Zeit ist immer so die ein oder andere harte Kritik gegenüber dem Gönnergy auch gefallen, worüber ich mir dann dachte, wir bestellen die Dosen, wir kosten sie selber und bilden uns unsere eigene Meinung. Und das werden wir auch jetzt tun. Für die ein oder anderen da draußen, die gegenüber dem Gönnergy eine harte Kritik haben, wenn ihr den anderen etwas sagen möchtet, was sehr negativ ist, baut vielleicht doch etwas Positives ein, damit die Aussage sich wieder ausgleicht. Weil wenn ein Mensch wirklich nur Negatives zu irgendeinem Produkt, was er rausgebracht hat, bekommt, dann kann das einen wirklich sehr runterziehen und das macht man nicht. Wenn das Gönnergy euch nicht schmeckt, dann sagt das, dass der Geschmack wirklich euch nicht passt, dass es euch nicht schmeckt oder sonstiges. Aber ihr könntet dazu auch erwähnen, dass es wirklich gut ist, dass der Montana Black was herausgebracht hat, was auch viel Arbeit und viel Energie und Zeit kostet, worin er investiert hat, beziehungsweise dass es schön ist, dass endlich mal ein neues Produkt auf dem Markt ist. Und so kann man eine Kritik beziehungsweise etwas Negatives auch ein bisschen aufwerten, aufhübschen, damit der Gegenüber sich nicht ganz so schlecht fühlt, wenn er nur Negatives hört. Dann würde ich sagen, gucken wir uns die Dosen an, das Gönnergy, und dann geht es auch schon los. So, wir haben ja drei Geschmäcker gibt's von dem Gönnergy. Einmal haben wir das Blueberry Coconut, Kokosnuss. Dann haben wir das Raspberry Cheesecake. Und dann haben wir Tropical Exotic. Also ich gehe mit bei Tropical Exotic und Cheesecake Raspberry. Der Coconut, also der Kokosnuss bin ich nicht so der Freund, aber dann, naja, erst die Arbeit, dann das Vergnügen, deswegen tun wir uns mal das Kokosnuss zuerst an und dann das Schöne, ne, würde ich sagen. So, wir riechen natürlich, wir gucken, wie es aussieht im Glas und dann kommt die Geschmacksprobe und dann werden wir sehen. Das Klackgeräusch vom Öffnen der Dose ist immer dasselbe. Also es riecht wie... Es riecht süß und... Es ist ein Hauch... Also so süßlich, also Kokosnuss riechst du fast nicht so raus. Ja, also das Blueberry kommt wirklich raus, die Kokosnuss nicht so, aber ich denke mal im Geschmack wird die vielleicht ein bisschen herauskommen noch. Gucken wir uns das mal an. So, Freunde. Eine schöne glasige Farbe, muss ich sagen, macht Bock, es zu trinken. Und da würde ich mal sagen, oh doch, im Glas kommt der Kokosnuss der Kokosnussduft ein bisschen heraus, muss ich sagen. Also wir müssten nur eher über die Gläser riechen statt über die Dosen. Und da werden wir mal kosten. Oh, oh. Also ich muss sagen, es schmeckt nach Energy, wa? So ein Abgang, also es schmeckt nach Energy und du hast dann einfach so eine Kokosnussnote mit drin. Also für Kokosnussliebhaber ist das schon optimal. Kann man vielleicht nur mit irgendwas anderes noch mischen, keine Ahnung. Aber so für Kokosnussliebhaber ist es Energy mit Kokosnuss, also... Ich muss sagen, dafür, dass ich Kokosnuss so vom Essen her und sowas nicht mag, ich mag jetzt nichts was mit Kokosflocken oder sowas, aber so zum Trinken geht's mal, immer würde ich es auch nicht trinken, Kokosnuss, aber ja, gefällt mir. So, die nächste Sorte ist Raspberry Cheesecake, also Cheesecake in der Dose, wäre eine geile Marktlücke, aber ist ja was zu trinken, nichts zu essen, deswegen also Cheesecake trinken, ja. Na, wir gucken mal. Oh, die schäumt schon, weil ich die hertrage. Also der Cheesecake kommt jetzt schon beim Riechen aus Dose wirklich hervor. Oh, also es riecht wirklich nach Cheesecake. Mehr nach Cheesecake als Raspberry, würde ich bald sagen. Mhm.
Also es riecht mehr, also ich würde sagen so 60% Cheesecake und 40% Raspberry, wa? Na dann, hopp, hopp, drin den Kopf. Ja, naja. Das Raspberry schmeckt man. Und der Cheesecake ist so ein bisschen so ein Hauch mit drin. Der Cheesecake, der soll das bestimmt so ein bisschen abrunden, das Raspberry. Der kommt jetzt nicht so ganz hervor, aber ich sag mal, es ist ein gemütlicher Abgang, das Cheesecake, muss ich wirklich sagen. Das Raspberry, das ist wirklich, ist schon intensiv, kann man sagen. Aber der Cheesecake ist so, ist, kommt mir so vor, als wenn es so ein schöner Abgang werden sollte. So, hätten wir das. Und ach so, was ich noch sagen wollte, ist, warum meine Meinung mit am ehrlichsten ist, ist natürlich, weil ich habe die Dosen selber gekauft. Ich habe die nicht gesponsert bekommen oder ich bekomme dafür irgendwas für meine Meinung, sondern ich habe die selber bezahlt und deswegen ist meine Meinung mit am ehrlichsten, weil ich bekomme dafür einfach nichts irgendwie. So, dann werden wir noch mal jetzt Tropical Exotic probieren. Die ist, die wird mir glaube ich am besten gefallen, weil ich bin so mehr der Exotik-Freund. Ach, schönes Geräusch, wenn die Dose aufgeht. Oh. Also das riecht exotisch, ja. Das muss ich mal ins Glas kippen. Also es ist ein bisschen undefinierbar. Haufen Früchte, ja, aber irgendwas ist mit drin, wo ich mir so sage, na, es musste mal ins Glas kippen, ja. Oh, das riecht schon, es hat so einen komischen... Also ich muss sagen, am Anfang hat es so gerochen wie verschiedene Früchte und so ein Couchgeruch, so ein Stoffgeruch. Aber jetzt, wenn du es eh mal gerochen hast, soll das so... Da. Also ich glaube, das ist Mango oder sowas, wenn das mit drin ist. Auf jeden Fall so, irgend so eine Frucht ragt da richtig raus, die das dann schon ganz schön verfälscht, so die ganze Exotik. Ja, das... Wer weiß, auf jeden Fall, es riecht exotisch. Man riecht schon so ein paar exotische Früchte heraus. Also ist jetzt nicht so, dass man sagt, würde ich nie kosten. Und ich koste vor allem auch so, ich bin Handwerker und wenn ich jetzt auf Baustelle bin und mein Akku fast leer ist, mein Körper nicht mehr kann, da möchte ich einen Energy trinken und natürlich kann es sein, dass uns da das, der Kopf dann was vorlügt, weil es auch eine Menge Zucker ist, so ein Energy, aber ich will einfach, dass ich will, möchte so ein Energy, was mir dann auch so einen Kick gibt, wo ich das Gefühl zumindest habe, dass ich jetzt einen Kick habe. Ob das nur Kopfsache ist oder ob das nur der ganze Zucker ist oder sowieso nicht springt, ist egal. Ich bin auf Baustelle, wenn ich einen Energy habe, da geht man schon da spielt man schon mit dem Gedanken, jetzt geht's gleich los. Und so ist es nun mal, ja, wie viel Zucker irgendwo drin ist oder wie süß das schmeckt. Ja, wir wollen auf Baustelle einen Kick haben, deswegen holen wir uns ein Energy und fertig. Also, und wenn da sonst was drin ist. Und so gehe ich mit dem Gedanken ran. Ich will Energy trinken und keinen grünen Smoothie. Na? So. Also exotisch riecht's. Ich finde auch wirklich nicht, dass das jetzt so wie Erbrochenes riecht oder eklig oder stinkt oder sowas. Überhaupt nicht. Aber ich muss sagen, das schmeckt auch exotisch, wirklich. Also, es kann auch sein, ich muss sagen, bei dem Exotik kommt so ein bisschen Säure mit dann dazu. Also ist so ein bisschen sauer und süß. Finde ich wirklich geil. Und was ich sagen muss, ja, das gefällt mir auch. Die anderen gefallen mir natürlich auch, aber nö, so ein bisschen Säure ist auch drin, dann wird es wieder süß und ja, einwandfrei. Also, ich muss sagen,
Die sind auch alle nicht zu süß oder zu lasch oder sowas. Und bei Kokosnuss spürst du die Kokosnuss, du schmeckst sie. Also du spürst sie nicht, du schmeckst sie. Bei Raspberry Cheesecake, du schmeckst auch den Cheesecake raus. Und bei Exotik merkst du spürst, oh, du schmeckst auch die exotischen Früchte. Also ich finde auch nicht, dass die eklig riechen oder sonstiges. Ich finde das einfach nur, also was heißt einfach nur, es ist ein Energy, was geil schmeckt, ist mal was Neues. Cheesecake, Kokosnuss, na gut, exotische Früchte, das gibt's ja nur. Aber Kokosnuss und Cheesecake, das ist mal was Neues. Und ich finde die Dinger lecker, ich finde die auch nicht zu süß. Sind wir mal ehrlich, ein Energy muss süß sein, oder? Und so richtig, richtig süß, dass ich es gar nicht trinken würde, sind die Dinger nicht. Da gibt es wesentlich schlimmere auf dem Markt. Oh, Entschuldigung. Die sind, oh, das ist durch Kohlensäure. Da gibt es welche auf dem Markt, die sind viel, viel süßer. Und die werden haufenweise getrunken. Also die Dinger, die fallen mir wirklich gut. Die sind süß, ist klar, ist ein Energy, aber nicht zu süß. Und wie gesagt, das Exotik hat so eine gewisse Säure mit drin. Das gefällt mir ziemlich gut, persönlich. Und ich kann es nicht nachvollziehen, wenn jetzt einer sagt, das stinkt wie Kotze oder schmeckt einfach abartig. Ist nicht meine Meinung. Meine Meinung sind, die kann man mal trinken. Zwar, ich würde sie jetzt nicht jeden Tag trinken, weil die sind schon ein bisschen überteuert, muss ich wirklich sagen. Aber so kann man sich die schon mal gönnen und seinen persönlichen Geschmack herausfinden, welche Dose man am liebsten trinken würde. Und die könnte man sich dann wirklich mal immer die Woche, alle zwei Wochen immer vielleicht holen, je nachdem. Und genau, also ich finde sie gut. Und da würde ich sagen, Monte, ich finde es gut, dass du ein neues Energy rausgebracht hast, so neue Geschmäcker versucht hast mit einzubinden. Ich finde, das ist gut gelungen. Und ich finde es auch gut, dass du die Zeit und die Energie in das Produkt gesteckt hast und vor allem auch, dass das Produkt nicht nur online erhältlich ist, sondern auch draußen in den Supermärkten in einigen. Ich finde es gut, ich habe keine schlechte Kritik zu äußern. Das Einzige, doch, das muss ich noch sagen, es ist vielleicht ein bisschen überteuert, aber ich finde es gut, dass ein neues Produkt auf dem Markt ist, dass da viel Zeit investiert wurde. Dass ich meine, das ist nicht selbstverständlich, dass da jemand einfach im Zimmer sitzt und dann an so ein Produkt tüftelt. Ja, also ich finde es gut. Ich habe meine Meinung jetzt. Ich weiß, wie es schmeckt. Und da würde ich sagen, das war's mit dem Video. Schönen Tag euch noch. Monte, hau rein. Und macht's gut, Freunde. Ciao.